Geschichte von meinem Metier zusammenfassen ist natürlich eine ganz schwere Sache. 125 Jahre. Wir sind eine Schule, wo ganz viele dichtes Enseignants da waren, dichtes Leute als Schüler da waren, aber auch Leute an der Direktion. Zum Beispiel den Vercolli, finden wir ihn zu nennen. Wir sind eine Schule, wo sich an den 125 Jahren immer ganz viel adaptiert wird, wo man probiert, neue Sachen zu machen, aber wo man Kunst und Handwerk immer probiert, um man ihn zu verbannen. Den Hermitier ist eine Schule mit ganz großer Tradition, wo man wirklich Werte festlegen, wo man auch ganz innovativ sind. Das heißt, am Hermitier haben wir immer probiert, als die Gegebenheiten von der Gesellschaft anzupassen. Und dafür haben wir auch neue Formationen an Lehrberuf, zum Beispiel die Elektrotechnik und die Informatik. Für die 125 Jahre, da wünschen wir uns wirklich ein schönes Jahr, wo wir Zeit tun, für zu gucken, was alles war, ein Rückblick, aber wo wir einen schönen Ausblick können machen, wo wir Zeit tun, nutzen denken, wo geht die Schule hin. Wir werden ganz verschiedene Aktivitäten während dem Jahr machen, zum Beispiel eine Exposition, aber auch ein Buch, finden wir zwei Sachen zu nennen. Und wir hoffen, dass das natürlich ganz flott aufläuft. Die größten Challenge sind zum richtigen Moment, auf der richtigen Platz die bestmögliche Performance aufzurufen, dann an einem nicht gewinnten Umfeld weit von daheim weg. Da kommen die schwierigen meteorologischen Konditionen wahrscheinlich dabei. 2016 haben wir gesehen, dass auch die Tokio-Temperaturen zu dem Moment, wo die Olympischen Spiele wird stattfinden, relativ heiß wären. Den Zeitunterschied ist nicht zu unterschätzen. All das wird voraussetzen eine minutiöse Präparation. Das am Allgemeinen wird ein größeres Defi sein für unsere Athleten, die zu Tokio werden in die Pause. Als Resultat für Lützburg wünsche ich mir vor allem, dass das Team Lützburg als ein würdiger Botschafter für das Lützburger Land wird auftreten. Für den Rest sind die Olympischen Spiele kein Wunschkonzert. Allerdings drehen wir immer, und insbesondere für unsere Athleten, dass hier drehen, wo es geht. Also, um eine Medaille ihren raus sprangen, da gibt mir das natürlich mit beiden Händen unterschreiben. Wir freuen uns auf Spieler am Allgemeinen. Es werden Hightech-Spieler gehen zu Tokio. Es werden absolut neue Dimensionen hier gesagt gehen. Es werden höchstwertige Sportkompetitionen stattfinden. Das an einem gesamten Park, der von der Eröffnungsfeier bis zur Schlussfeier wird extrem interessant und spannend geben. Wir werden als Fondation gegründet, gehen wir für 25 Jahre. War heute zuletzt der Wissensstand über Autismus extrem niedrig. Es war bald unmöglich, eine Diagnostik zu kriegen. Prise en charge von autistischen Leuten, die war bald inexistent. Vor allem, wenn sie ein bisschen schwer handicapiert waren. Da als dann nach Schussmöglichkeit gehen, wenn sie wussten, wäre, für sie durch Medikamente ruhig zu stellen. Als erstes Projekt haben wir zu Münzen Lieu de Vie aufgebaut, wo schwer handicapiert autistische Leute betreut gehen können, egal wie schwierig ihr Handicap ist, und wo sie bis zu ihrem Lebensende können bleiben und wo wir alles so aufgestellt haben, dass sie ein menschenwürdiges Leben feiern können. Wir konnten nicht all die Services, die zu Lützburg fehlen, aufgebaut. Wir haben ein paar, die haben wir trotzdem unsere Konten aufbauen, zum Beispiel Kolonien, Formation von älteren Afro-Professionellen, Hilfe für bei den Eltern daheim und auch Diagnostik. Leider Gottes haben wir beim Diagnostik nach einer Wartezeit von praktisch einem Jahr, und das ist eine Situation, die ist eigentlich inakzeptabel. Also Lützburg City Museum ist die Idealplatz, wenn ihr die Geschichte von der Stadt Lützburg entdecken, wie die Stadt eine Festung war, wie die Stadt Europastadt ging, wie der Finanzplatz ging, wie die früher auch eine Industriestadt war, alles das kriegt in Heike Wiesen. Und wir natürlich auch ganz schöne Gebäude, das sind historische Gebäude. Keller gehen sogar bis ins Mittelalter zurück. Wie wir hier 96 angefangen haben, da hat man praktisch gut keine Kollektionen. Die sind regen Sternen, an denen in den letzten 25 Jahren haben wir mehr als 30.000 Objekte, ganz wichtige Objekte aus der Geschichte, wie zum Beispiel den großherzoglichen Thron oder wie die Urkunde aus dem Mittelalter, wo für dich den um Lützburg erwähnt wird, das kann ich hier sehen. Wir machen auch alle Jahre Zeitausstellungen über flotte historische Themen, aber auch über gesellschaftlich aktuelle Themen. In Zukunft werden die Museen nicht nur physisch besichtigen können, sondern auch digital, online. Wir sind auf YouTube präsent, wir haben auch eine App. Die Museen werden in Zukunft auch mehr partizipativ gehen. Das heißt, dass Leute aus der Stadt, dass die auch Macht schaffen, wenn wir eine Ausstellung vorbereiten, dass sie können Objekte lehnen,
dass es wirklich eine Partizipation gibt, dass es auch hier ein Museum gibt, nach mehr wie lo. Und da gibt das Museum auch wirklich aktuell und relevant. Von einer bedrohten Tierart schwätzen wir, wenn hier Bestände oder hier Populationen so weit raufgegangen sind, durch verschiedene Gründe, dass sie riskiert, mittelfristig oder langfristig auszusterben. Das kann auf lokaler, regionaler oder sogar bis zu weltweiter Ebene sein. Wir haben zwei Tamren von bedrohten Tierarten, das ist die große Mausauerfledermaus an den Iltis. Bei der Fledermaus ist es so, dass die noch einmal hier Sommerquartieren verleihen immer mehr. Das sind Speicheren, Kirchendirchen und so weiter. Die haben wir mit zugemacht gehen, isoliert gehen, aus Klimaschutzgründen, was auch sinnvoll ist. Beim Iltis ist es so, dass den hauptsächlich auf Fischgebiete angewiesen ist. Auf Fischgebiete sind seit 1960 zu Lützburg rund 80% sogar mehr zurückgegangen durch Zerstörung durch den Mensch. Die Naturverwaltung ist die staatlich zuständige Instanz für Naturschutz und Artenschutz zu Lützburg. Und da gibt natürlich eine ganz paar Sachen gemacht am Kader von der Umsetzung des nationalen Naturschutzplans, wie zum Beispiel Fischgebiete restauriert. Die Buschbewirtschaftung soll mehr extensiv laufen. Wir probieren natürlich auch die Landwirtschaft, also Bauern dazu zu bekommen, hier mehr extensiv zu bewirtschaften, mehr Pestizide und so weiter zu benutzen. Das heißt, da sind eine ganze Panoplie von Sachen, die wir probieren umzusetzen, für eben den echten Schwund ein bisschen zu stoppen und zu bremsen.